Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier das Review eines 140 Euro Büro- bzw. Multimedia-PCs. Viel Spaß! Es gibt ja Menschen, die zocken keine Computerspiele und brauchen den Computer eigentlich nur für Office und ein bisschen Surfen. Für solche Aufgaben reicht eigentlich ein stinknormaler Laptop. Doch einige Menschen möchten lieber einen PC, zum Beispiel wegen einer richtigen Tastatur oder einem großen Bildschirm. Ein PC für solche Aufgaben muss natürlich anders konfiguriert sein als ein Gamer-PC. Und hier habe ich ein ziemlich gutes und günstiges Beispiel, wie man so etwas realisieren kann. Natürlich, wenn man mehr Geld ausgeben möchte, kann man natürlich auch was Stärkeres machen. Wer aber sparen möchte, ja, für den reicht eigentlich auch so ein PC. Hier jetzt mal die Komponenten im Detail. Es werden 4 GB an Arbeitsspeicher verbaut. Bei einem Office-PC sind Taktung und Latenz eigentlich eher irrelevant. Für einen Windows 10 PC braucht man mindestens 2 GB an Arbeitsspeicher, mit 4 GB hat man dann etwas mehr Platz. Hinzu kommt ja auch noch, dass die Grafikkarte davon etwas abbekommt. Da der PC aber nicht fürs Zocken gedacht ist, werden das rund 256 oder 512 MB sein. Hier verbaut wurde ein einzelnes Modul von Crucial mit 4 GB DDR3 1600 CL11. Dieser wurde aus dem Grund genommen, einfach weil er der günstigste war. Als Mainboard Plus Prozessor das ASRock QC5000M. Das ist ein Mainboard, wo der Prozessor und Kühler schon direkt verbaut ist. Mit dabei sind natürlich auch gleich das ATA 6 Gigabit Kabel. Auf dem Mainboard verbaut ist ein AMD A45000. Das ist ein Kabini Prozessor, die Kabini Prozessoren gibt es auch in gesockelter Form für den Sockel AM1. Also es ist quasi ein AM1 System, was hier verbaut wird. Vergleichbar ist der hier verbaute Prozessor mit dem Athlon 5150, nur mit 100 MHz weniger CPU und 100 MHz weniger Grafiktakt. Die verbaute Grafikeinheit ist eine Radeon HD 8330. Der Prozessor verbraucht so wenig Strom, dass eine passive Kühlung ausreicht, gerade mal eine TDP von 15 Watt. Diese Prozessorarchitektur steckt übrigens auch in der PlayStation 4 und Xbox One. Das Board bietet an Anschlüssen 4x USB 2, einmal PS2, einen seriellen Port, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und 3 3,5mm Klinken für den Sound. Und als Grafikausgänge hat man entweder VGA oder HDMI. Man hat als Anschlüsse auf dem Board 2 DDR3 RAM-Bänke, 2 SATA 6 Gigabit Ports, ja gut, und noch einen PCI Express Port, diesen kann man allerdings wegen dem Gehäuse nicht nutzen. Was man auch noch bemerken kann, ist, dass der Realtek ALC 887 Soundchip verbaut ist. Für die Preisklasse ist es ein relativ guter Soundchip. Dann, was natürlich auf gar keinen Fall in einem Büro- bzw. Multimedia-Rechner fehlen darf, ist die SSD. Auf solchen Rechnern ist es ein Muss, Windows auf einer SSD zu haben. Normale Festplatten würden die gesamte PC-Geschwindigkeit einfach nur ausbremsen. Hier verbaut wurde ein sehr günstiges Modell von Patriot. Auch wenn es eine verhältnismäßig nicht allzu schnelle SSD ist, man hat auf jeden Fall den SSD-Effekt und sie ist um Welten schneller als eine Festplatte. Aus Kostengründen wurde hier das 120 GB Modell gewählt. Wer mehr braucht, kann natürlich auch ein 240 GB Modell oder ein 480 GB Modell nehmen. Wer mehr Speicher braucht, setzt entweder auf externe Lösungen oder konfiguriert den PC anders, dass man noch mehr Festplatten einbauen kann. Und zum Schluss noch das Gehäuse, dabei handelt es sich um ein Intertech Mini ITX E3002. Es ist ein Mini ITX Gehäuse, wo ein 60 Watt Netzteil direkt mit dabei ist. Das Netzteil besteht quasi aus zwei Parts, einmal ein interner Teil und einmal ein externer Teil. Der externe Teil wandelt die 230 Volt der Steckdose in 12 Volt um und der interne Teil wandelt dann die 12 Volt in 5 Volt und 3,3 Volt um. Die Platine würde sogar noch mehr können, bis zu 120 Watt. Dazu müsste man dann aber ein stärkeres externes Netzteil anschließen. Dies wird für den PC hier aber nicht gebraucht, 60 Watt sind mehr als genügend. Mit dabei sind auch Standfüße für einen vertikalen Betrieb, natürlich das externe Netzteil und Schrauben, um die Komponenten zu befestigen. Außerdem gibt es noch zusätzlich zu kaufen für ca. 9 Euro eine VESA-Halterung. Damit kann man das Gehäuse hinten an die VESA-Halterung des Monitors befestigen. Was auch noch ein rechnendes Feature ist, es hat ein externes ATA-Port und sogar einen externen Molex-Anschluss. Das heißt, man kann eine Festplatte an den SATA-Port anschließen und sie auch mit Strom versorgen. Da hat sich der Hersteller was dabei gedacht. Denn da man nur eine Festplatte einbauen kann, ist es doch recht praktisch, dass man eine weitere einfach so extern anschließen kann.
Das Gehäuse hat auch keine Lüfter. Das bedeutet, der PC hat gar keine Lüfter, auch kein Festplattenradern, da ja eine SSD installiert ist. Somit ist der PC im Prinzip völlig lautlos. Im Prinzip, weil Spulenfieben kann bei elektronischen Geräten immer auftauchen. Zusammen hat der PC dann 138,12 € gekostet. Nun jetzt aber hier mal der Zusammenbau in Zeitraffer. Ach so, und weil mich viele Leute immer fragen, woher ich die Musik hab, dies von Areas for Speeds, Link zu der Musik in der Videobeschreibung. Viel kann man so einem PC ja nicht testen, ich hab's aber mal trotzdem versucht. Hier jetzt zum Beispiel die Bootzeit. Dank SSD und Windows-Installation im UEFI-Modus ist die natürlich recht flott. Natürlich habe ich für den PC das aktuellste Windows verwendet, also Windows 10. Die Bootzeit beträgt insgesamt ungefähr 10 Sekunden. Die SSD habe ich natürlich auch auf ihre Geschwindigkeit geprüft. Von den sequentiellen Lese- und Schreibraten wird sie einer SSD aus 2016 auf jeden Fall gerecht. Nur merkt man, dass sie zu den günstigsten 120 GB SSDs gehört. Das sieht man vor allem an den 4K-Werten und der Zugriffszeit. Die 4K-Werte kann man quasi als Zugriffe pro Sekunde übersetzen. Dort schneiden eine 850 EVO oder MX200 deutlich besser ab. Trotzdem, wie gesagt, den SSD-Effekt spürt man natürlich trotzdem auf jeden Fall. Den Unterschied zwischen einer langsamen und einer schnellen SSD merkt man im Alltag aber kaum. Wenn man hier jetzt zum Beispiel den Browser öffnet, geht das ruckzuck ohne Wartezeit. Auch surfen geht natürlich schnell, Webseiten bauen sich normal schnell auf. Man kann scrollen ohne Probleme, also ich habe beim Surfen jetzt keinen Unterschied gemerkt, ob ich an meinem Hauptrechner sitze oder an diesem Rechner. Wenn ich mal eine Verzögerung gespürt hatte, dann lag das eher daran, dass ich einen 7 € WLAN-Stick verwende, als dass der PC zu langsam wäre. Jetzt hier zum Beispiel auch, scrollen geht auch ohne Probleme, selbst wenn animierte Werbung daneben läuft, ist das gar kein Problem. Als nächster Test Office, auch überhaupt kein Problem.
Ich habe den Wikipedia-Eintrag zu Napoleon in eine Textdatei gespeichert und diese öffnet sich eigentlich auch recht flott. Und innerhalb des Office-Programms hier LibreOffice kann man uneingeschränkt arbeiten. Das heißt, beim Programm selber gibt es eigentlich keine Ladezeiten, beziehungsweise das Programm reagiert eigentlich sofort auf jeden Klick. Auch ein Video in 1080p abspielen lassen ist überhaupt kein Problem für den PC. Da schläft er ja schon fast dabei ein. Daraus ergibt sich, dass man den PC auch wunderbar an den Fernseher anschließen kann, hat er einen HDMI-Anschluss und zum Beispiel YouTube-Videos oder Filme schauen kann. Oder, was ich dann zum Beispiel mit dem PC machen würde, Live-Übertragungen von Fußballspielen streamen. Dies eignet sich vor allem für Leute, die gerne Fußball schauen, aber zu geizig für Sky sind. Aber auch der Stromverbrauch des PCs kann sich sehen lassen. Gerade einmal 18,7 Watt, wenn man ein Video in Full HD anschaut. Wenn man zum Beispiel nur Office macht, sogar noch weniger. Also Strom verbraucht der PC fast gar nichts. Und weil ihr sowieso danach fragen würdet, habe ich es natürlich getestet. Auf den niedrigsten Einstellungen in Full HD auf normaler Sichtweite läuft Minecraft darauf halbwegs flüssig. Natürlich hier und da mal der ein oder andere FPS-Einbruch, insgesamt sind es natürlich nicht so viel FPS durchschnittlich, seht ihr an der Anzeige oben. Irgendwie läuft es schon. Aber wie gesagt, der PC ist eigentlich nicht fürs Zocken gedacht. Auch wenn jetzt zum Beispiel höchstwahrscheinlich League of Legends drauflaufen würde, wenn ihr sowas machen wollt, sollte man doch lieber andere Komponenten verbauen. Die Frage ist nun, was kann der PC jetzt eigentlich nicht? Also mir fällt jetzt nicht ein, was der PC nicht könnte, was im Bereich Office Multimedia mit reingehört. Für alles andere, explizite, was mehr Leistung braucht, da könnte es bei dem PC natürlich knapp werden. Für solche Sachen wie zum Beispiel professionelle Bildbearbeitung würde ich mir einen deutlich besseren PC holen. Aber hey, wer mit dem PC eigentlich nur surfen will, hier und da mal ein paar Briefe schreiben oder ähnliches, da reicht er auf jeden Fall völlig aus. Außerdem ist der PC extrem klein, er ist lautlos und er verbraucht kaum Strom. Zudem kostet er eigentlich lächerliche 140 Euro. Einige, die sich vielleicht dieses Video anschauen, wollen auch so einen PC. Ich bitte euch darum, nicht exakt den PC 1 zu 1 nachzubauen. Man bekommt nämlich jetzt schon fürs gleiche Geld bessere Komponenten. Letzte Woche ist Intel Braswell im Preis gefallen und deswegen lohnt sich jetzt Intel Braswell mehr als AMD Kabini. Außerdem ändern sich ja ständig die Preise bei SSDs, deswegen immer mal wieder schauen, welche so die günstigste 120 GB SSD ist, die einigermaßen gut ist. Auch beim Arbeitsspeicher gerne zum günstigsten greifen, der kompatibel ist. Und beim Gehäuse habt ihr ja vielleicht im Video gesehen, dass ich den RAM umstecken musste. Das lag am Netzteil, dieses blockiert nämlich den ersten RAM-Slot. Ist natürlich von Mainboard zu Mainboard verschieden. Natürlich kann man das Gehäuse so nehmen, aber es gibt noch ein sehr ähnliches für LC Power für circa den gleichen Preis. Dort liegt das Netzteil etwas anders, was es etwas kompatibler macht. Dafür ist das Gehäuse aber minimal größer. Also lieber den PC, wenn ihr so einen bauen wollt, zusammenstellen oder zusammenstellen lassen, falls ihr das nicht könnt. Aber nicht einfach den hier 1 zu 1 nachbauen, es sei denn ihr wollt das unbedingt. Weil schlecht ist er ja nicht, es geht halt derzeit schon wieder besser. Das war's dann auch aber nun mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls ihr wollt, abonniert meinen Channel. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.